Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Vogel, ich muss zum Anfang eine kleine Korrektur vornehmen. Nicht jeder Vogel baut sein eigenes Nest. Es gibt auch einige, die nutzen nach und leisten damit einen kleinen Beitrag zum Recycling und zum Ressourcenschutz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja eingangs von vielen Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen worden, dass wir eine Erhöhung des Haushaltsansatzes im Umweltministerium von fast 24% haben. Ich möchte mich, sehr geehrte Frau Ministerin, bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die gute Vorlage mit den Erläuterungen bedanken. Damit war die Bearbeitung des Haushaltsplans 2017 aus meiner Sicht sehr gut möglich. Ich möchte mich mit den nächsten Sätzen hauptsächlich auf den Bereich des Naturschutzes konzentrieren. Der Haushaltsumfang ist seit 2014 um 16% auf 71,5% angestiegen. Ich denke, das kann sich insgesamt sehen lassen, wenn man mal vergleicht, dass 2005 für Naturschutz noch 29,2 Millionen Euro im Haushaltsplan standen und jetzt sind es 71,5, können wir doch mit dem Zuwachs ganz zufrieden sein. Die Naturschutzgroßprojekte insgesamt sind 31 Projekte in diesem Jahr im Haushaltsplan vorgesehen, sind wieder mit 14 Millionen dotiert. Und ich habe im vergangenen Jahr die Sommerpause genutzt, um mir so ein Großprojekt mal anzuschauen, wenige Kilometer von Berlin entfernt, etwa 80 an der Unteren Havel, was hier gemeinsam mit Mitteln aus der Wirtschaft, mit Mitteln des NABUs, aber auch mit unseren Mitteln und Landesmitteln entsteht, ist vorbildlich. Und ich war besonders davon beeindruckt, mit welcher hohen Akzeptanz die Bevölkerung in diesem ländlichen Bereich mit diesem Projekt umgeht und gerne noch viel mehr machen würde, wenn mehr Mittel zur Verfügung ständen. Das ist ein gutes Beispiel, wie man auch im Bereich des Naturschutzes, der ja oftmals zwischen den Spannungen des Naturschutzes und der Wirtschaft steht, gut umgehen kann, sowohl die Landwirtschaft, die Wirtschaft als auch die Fischerei hier sehr gut integriert. Das Thema Stadtgrün ist schon angesprochen worden und als ehemaliger Bürgermeister, der in seiner kleinen Heimatstadt mit 22.000 Einwohnern etwa 40 Millionen Euro aus der Städtebauförderung einsetzen konnte, wir haben uns immer gewünscht, dass es so ein Programm gibt, dass man also nicht nur in Beton und Ähnliches investiert, sondern dass wir also auch Freiflächen gestalten können und einen Beitrag zur urbanen Biodiversität leisten können. Deshalb herzlichen Dank an die Haushälter der Koalitionsfraktionen, die das wesentlich mit vorangetrieben haben. Wir werden also, wie schon angesprochen, im Rahmen des Klimaschutzprogrammes die Biodiversität im Ausland unterstützen, im nächsten Jahr mit etwa 387 Millionen Euro. Ich möchte hier zwei Projekte benennen. Einmal das Projekt Schutz und angepasste Nutzung winterkalter Wüsten in Zentralasien und das zweite Projekt Biodiversität und Klimaschutz in La Mata Atlantica in Brasilien. Das sind wichtige Projekte, aber man muss auch wissen, dass nicht nur das Umweltministerium Geld für derartige Entwicklungsprojekte zur Verfügung stellt, sondern auch das BMZ. Und ich hätte mir ganz einfach gewünscht, dass es uns gelungen wäre, gemeinsam mit unserer Vorsitzenden des Umweltausschusses, Frau Höhn, und den Kollegen, die mit in Südamerika waren, in Yasuni, in Ecuador, uns das anzuschauen, wo es Deutschland dort finanziert. Und ich finde es schon zum Eklat, dass zum zweiten Mal eine Delegation des Deutschen Bundestages dort nicht einreisen durfte, erinnert mich so ein wenig an die Zeit von 1989, wo man auch bestimmte Leute nicht einreisen lassen hat. Zum Bundesprogramm Biologische Vielfalt, was ja für mich sehr überraschend jetzt sogar auf 20 Millionen erhöht wurde. Ich wäre ja schon mit den 18 zufrieden gewesen. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Sache und es soll ja noch weiter auf 30 Millionen im Jahr 2020 steigen. Damit können wir wieder eine ganze Reihe von Projekten finanzieren. Insgesamt sind ja 100 Projekte in allen Bundesländern, außer Sachsen-Anhalt, Hamburg und Bremen, vorgesehen.
ein aus dem benachbarten Freistaat Sachsen, also ich spreche jetzt als Brandenburger, ist die lebendige Luppe im Bereich der Stadt Leipzig, der Sympathieträger Kiebitz als Botschafter der Agrarlandschaft, den wir sicherlich alle kennen, oder der Rotmilan, wo Deutschland ja also eine ganz besondere Verantwortung trägt, weil sich das Zentrum des Vorkommens nun mal hier bei uns in Mitteleuropa befindet, Land zum Leben. Das sind nur drei von mehr als 100 Projekten, die in Deutschland umgesetzt werden. Und diese Projekte könnten wir nicht umsetzen, hätten wir nicht viele ehrenamtliche Naturschutzhelfer, viele Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür engagieren. Und denen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich dafür danken, dass sie ihre Freizeit aufbringen, um das eine oder andere vor Ort umzusetzen. Kollegin Maywald, Sie haben richtig angesprochen, dass die Biodiversität in Qualität und Quantität nach wie vor abnimmt. Das ist also sowohl in dem Bericht des Umweltministeriums als auch im Bericht der Europäischen Union deutlich geworden. Aber das nur auf die Pflanzenschutzmittel und die Landwirtschaft einzugrenzen als Ursache, das halte ich für zu kurz gesprungen. Wir haben eine veränderte Landnutzung in den letzten 15 Jahren. Wir haben die schon oft von mir angesprochene Vermeisung. Wir haben den Grünlandanbruch, Umbruch von fast 800.000 Hektar. Wir haben einen anderen Prädatorendruck. Ich will hier noch mal den Waschbär benennen, auf den komme ich vielleicht, wenn es die Zeit hergibt, noch mal zu sprechen. Das sind einige von weiteren Faktoren, die man ganz einfach berücksichtigen muss. Man sollte nicht immer nur die Landwirtschaft als den Buhmann hinstellen. Hier spielen andere Punkte auch eine Rolle. Ich habe es geahnt, ich komme mit meiner Zeit nicht ganz hin, deshalb werde ich mich jetzt kurz fassen und komme noch auf eine Sache zu sprechen, die wir gemeinsam einem Entschließungsantrag gefordert haben, das Thema entsprechende Stellenausstattung des Bundesamtes für Naturschutz im Rahmen der Umsetzung des Nagoya-Protokolls. Da gibt es ja vom Oktober 2015 einen Antrag, der hier auch behandelt wurde. Und ich kann also feststellen, dass mit den neuen Stellen, die das Bundesamt für Naturschutz bekommt, nicht nur die, die ohnehin vom Ministerium vorgesehen waren, sondern auch die, die in der Haushaltsbereinigungssitzung zur Verfügung gestellt wurden, können 5 Mitarbeiter sich mit dem Thema Nagoya-Protokoll befassen, 3 Mitarbeiter mit dem Thema invasive Arten, was wir demnächst auch hier im Gesetzgebungsverfahren behandeln werden, und eine Stelle für das Thema erneuerbare Energien auf See. Sie wissen ja, dass wir künftig die Flächen soweit vorbereiten wollen und dann über Ausschreibung Offshore-Windparks errichten. Und dazu wird eine entsprechende fachliche Voraussetzung zu schaffen sein. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die eine Stelle, die da im BfN insgesamt vorgesehen ist, ausreicht. Sicherlich müssen wir da im nächsten Haushaltsplan nachsteuern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen angenehmen Feierabend. Liebe Kollegen,